Flugberatung. Heinrich Hinterrother hätte ich gern zum Sprechen. Ja, der ist am Telefon. Ja, schön, dass ich Sie persönlich dran habe. Grüß Sie. Herr Hinterrother, es ging um die Senkung Ihrer Energiekosten und da haben wir jetzt auch wieder Sparpreise in Ihrer Region. Deshalb Okay. schauen wir nochmal gemeinsam nach, was wir dann auch so gut für Sie tun Und da können. rufen Sie am Feiertag an. Müssen Sie heute arbeiten? Genau, Herr Hinterrother, das ist so. Wir haben uns das mit den Kollegen hier aufgeteilt, weil viele Kunden haben darauf bestanden, dass wir heute auch die Kunden nochmal kontaktieren, weil meistens sind die Kunden ja auf der Arbeit und sind sehr schwer zu erreichen. Deswegen Aha. arbeiten wir am Feiertag auch. Oh, das tut Genau. mir ja echt leid für Sie. Nein, klar, quasi. Ich kann immer noch froh sein, dass ich überhaupt eine Arbeit habe. Wegen dieser Corona haben viele auch die Arbeit verloren. Deswegen, Hauptsache, ich bin gesund, ich habe eine Arbeit. Das reicht mir. Das ist schön, dass Sie gesund sind. Das freut mich. Ja, und ich hoffe, Ihnen geht's auch gut. Macht Ja, Ihnen auch doch. alles besser? Bisschen Schnupfen, aber ansonsten ist alles toll. Okay, Danke der freut mich zu Nachfrage. hören. Ja, Also, das falls freut man mich mich zu nicht hören. verstehen kann, tut mir das leid, ne? Nein, nein, ich kann Sie ganz gut. Ich verstehe Sie ganz gut. Das, ich habe mir heute schon Kommt ganz ganz oft die klar. Nase geputzt. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Bei diesem Wetter ist das ja ganz normal. Mal schönes Wetter, mal regnet es. Deswegen. Okay, das ist so, Herr Interlotta. Sie leben noch weiterhin in Bremen mit der Postleitzahl 28211, richtig? Das hat sich nicht geändert. Okay, wunderbar. Und mit wie vielen Personen leben Sie jetzt aktuell im Haushalt? Ich bin alleine. Einzelperson sind Sie. Okay. Dann gebe ich das nochmal so ein und schaue auch schnell nach, was ich dann auch so gut für Sie tun darf. Sind Und Sie von zwar, den Stadtwerken? nein, wir sind nicht von der Stadtwerken. Das im Voraus bitte nicht falsch verstehen, Herr Hinterrother. Wir sind auch keine Anbieter, sondern wir sind die Agentur für Energieberatung. Wir arbeiten hier systematisch mit den Anbietern zusammen, überprüfen die Preise, weil das ist ja extrem dieses Jahr, wie die Preise halt sich immer wieder erhöhen. Ja, Und echt. Alles wegen das den ist ja auch Russen. nicht. Ja, leider. Und quasi, glauben Sie mir, ich finde halt, dieser Krieg ist, das heißt ja wegen diesem Krieg, dass die Preise nochmal steigen werden, aber das ist halt eine Ausrede, glauben Sie mir. Egal wie, wann, in welchem Falle, die Preise gehen so oder so immer wieder in die Höhe. Ja, ist so, es verschenkt doch keiner was. Eben deswegen, deswegen. Haben Und es Sie ist ja denn nicht was zu nur, dass. verschenken? Glauben Sie mir, ich bin von 9 bis 19 Uhr hier arbeiten. Glauben Sie Boah. mir, ich habe nichts zu verschenken. Ich hoffe auf jeden Cent, den ich überhaupt heutzutage sparen kann. Muss man ja auch. Ja, klar. Also ich gucke, wenn man überlegt, alleine mal Nudeln, wie teuer die geworden sind. Ich koche so gern Eben. italienisch, das ist total Echt? schrecklich. Ja, Ja, das ich kann ich. mag das. Eben, da gebe ich Ihnen recht. Wie gesagt, das ist ja auch, wenn Sie jetzt einkaufen gehen, auch beim Nudeln, quasi beim Olivenöl findet man überhaupt nicht mehr Oh, heutzutage. das ist zum Und Heu. Ich habe ja zum Glück ganz viel davon mal gekauft, weil es ganz günstig war. ja, echt? Oh, wie schön. Das darf man nur nicht Also zu laut sagen, sonst kommen die Einbrecher. nein. Ja, heutzutage ist das ja Gold wert, deswegen. Ja, richtig. Da haben Sie recht. Ich Auch meine, aus andere Sicht der Leute Person. kaufen Bitcoin und bei mir kann man dann eben Olivenöl kaufen, ne? Das ist ja genauso viel wert heutzutage. Da Richtig. haben Sie definitiv Also recht. nicht weiter Okay. sagen, dass ich da ein bisschen was hab, ne? Nein, um Gottes Willen, das ist gut bei mir aufgehoben. Das ist toll, da freue ich mich ganz besonders drüber. Okay, Vielen Dank. super. Aber kann So, man bei und Ihnen zwar. denn beim Strom was sparen? Genau aus diesem Grund haben wir Sie nochmal kontaktiert, weil da haben wir jetzt wieder gute Tarife für Sie. Wieder? War das mal nicht Genau. so? Das ist so. Das ist unterschiedlich bei den Anbietern, weil manchmal senken die ab und zu die Anbieter die Preise, um neue Kunden zu werben. Und in Aha. diesem Moment kontaktieren wir sie, damit wir ihnen rechtzeitig die günstigen Preise nochmal absichern können. Ah, darum der Feiertagsanruf, ich verstehe. Genau. Und zwar, sind Sie jetzt aktuell noch bei Ihrem Grundversorger mit Strom, bei der SWB oder hatten Sie schon mal gewechselt? Nee, ich wohne hier noch nicht so lang. Ich habe da nichts gemacht. Das ist die Verdunststraße 88A. Ist das jetzt Die Ihre aktuelle Verdunstraße, Verbrauchungsstelle? ja. Ja, wie Ah, die okay. große Schlacht aus dem Ersten Weltkrieg, falls Sie das kennen. Ja, das stimmt. Okay, und zwar, Sie waren Einzelperson, haben Sie gesagt, ja? Ja, ich habe zwar ein paar Geschwister, aber die wohnen ja nicht hier. Okay, in der Wohnung, ich meine Nee, in nee, Ihrem nee. Hause. Nee, ich habe nur ein Frettchen. Aha, und ich glaube nicht, dass der an Strom verbrauchen würde, weil ich habe auch ein Kabel Nee, zu Hause, das hat eine steht auf der Sparte. Rotlichtlampe, weil die müssen ja warm gehalten werden. Aber das ist Ah, jetzt, sage ich mal, okay. nichts. Also der hat jetzt Okay. kein eigenes Elektroauto oder so.
Ja, das stimmt. Und beim Grundversorger, wie viel bezahlen Sie denn aktuell monatlich für Strom dort? Boah, was ist das denn? Irgendwas um die. Ich glaube, knapp 60 Euro sind das. 60 Euro, okay. Und Sie wissen halt auch, die Preise, vor allem dieses Jahr, haben sich ja extrem erhöht. Das heißt, sobald Sie Ihre Jahresendabrechnung bekommen und sich, Ja, dann da kommen hänge ja auch ich die mich neuen dann auf. Preise. Ja, aber nein, nein, um Gottes Willen. Nein, deswegen bin ich doch hier in der Leitung für Sie. Und Oh, zwar, toll. das heißt, sobald Sie Ihre Jahresendabrechnung bekommen und sich der Vertrag nochmal verlängert, müssen Sie so knapp um die Hälfte mehr bezahlen müssen als jetzt. Das So heißt, Sie viel? zahlen, ja, genau, weil die Preise haben sich um die 55% erhöht und es ist ja die Boah. Rede, dass sie nochmal steigen werden. Genau. Und da haben Sie hier dann, ich kann einen monatlichen Abschlag von 52 Euro und diese Preise kann ich für das nächste Jahr für Sie nochmal absichern. Das heißt, dann haben Sie eine Vertragslaufzeit von 2 Jahren, dementsprechend die günstigen Preise und natürlich steht Ihnen keine Umstellungskosten und auch keine Vorauszahlungen zu. Das Beste an der Sache ist, das ist dann als Kundenservice bei uns, das erledigen wir dann auch alles für Ich Sie. habe noch nie eine Vorauszahlung beim Strom geben müssen. Gibt es Leute, die das verlangen? Manche Anbieter verlangen das, aber deswegen, da gebe ich keinen Wert drauf und ich finde das auch nicht so gerecht von den Anbietern, dass sie Vorauszahlungen verlangen, weil dementsprechend, es gibt manche, die Anbieter, die nicht zuverlässig sind, die dann später Insolvenz gehen und das auch dann negativ für die Kunden Ja, hat, und dann ist dass die sie das Kohle weg. dann Herzlichen Glückwunsch. eben, ja, deswegen ja. Deswegen bin ich hier in der Leitung Was für für Sie, eine weil wir Verarsche. aber Wer verlangt denn, welche Anbieter verlangen denn Vorauszahlung? Sie kennen sich da mit ja solchen super aus. Anbietern, ja genau, halt quasi, sag ich mal so, mit den Anbietern arbeiten wir nicht gemeinsam. Das war zum Beispiel ein Anbieter, der ist insolvent gegangen. Ich nehme an, das war die Grünwelt gewesen. Wie hießen die Grüne Welt? Grünwelt, genau. Ne, die Manche Grünen, die Anbieter gehören ja auch alle abgeschossen, von daher. halt. Okay, da haben Sie recht. Okay, wie gesagt, dann haben Sie hier, das ist bei dem Anbieter EasyVolta. Das ist momentan der optimalste Wie für die heißt Ihre der? Region. EasyVolta. Easy Volta. Genau, ist eine Marke der miVolta und mit diesem Anbieter arbeiten quasi schon so ungefähr über 12 Jahre gemeinsam und haben bisher keine Probleme gehabt. Da haben Sie den Easy Strom 24 Ökotarif. Wie gesagt, kommen Sie ab Öko? Monat Nee, ich nehme Öko, auch genau. Atomstrom, der ist doch dann günstiger. Sag ich mal so, für uns mittlerweile haben alle Anbieter den Ökotarif. Das wird nicht mal, genau, das wird halt bevorzugt von den Kunden und die meisten haben halt immer wieder die Ökotarife, aber wir achten halt nicht auf die Tarife erstmal für sie, sondern auf die Preise. Und momentan ist das der optimalste, weil die haben jetzt auch einen Sonderpreis. Wie gesagt, kommen sie auf einen monatlichen Abschlag um die 52 Euro. Und das ist das Und günstigste, obwohl es dieser Kack-Biostrom ist. genau, das ist halt Pardon, my momentan French. der. Ja, es gibt so viele Anbieter, so viele Tarife mittlerweile, deswegen. Und nutzen Sie auch Erdgas im Hause oder war das jetzt nur Strom bei Ja, Ihnen zum hier in Charlotte? Heizen. Heizen haben Sie Erdgas. Und zahlen Sie auch selber für Ihre Heizkosten oder war das Warmmiete bei Ihnen? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Ich meine, sind die Heizkosten bei Ihnen Warmmiete oder zahlen Sie selber für Ihre Heizkosten? Nee, den Vertrag musste ich selber machen. Also der Okay. Eigentümer, der stellt hier quasi ja die Heizung, heißt das, glaube ich, zur Verfügung. Und da muss man sich einen Stromvertrag, also hier nicht einen Strom, sondern einen Gasvertrag machen. Gasfaktor. Also deswegen fragen wir sicherheitshalber danach. Manchmal ist das ja Warmmiete, manche nutzen Öl zum Heizen, manche Erdgas. Sie haben Erdgas. Ja. Okay, schaue ich auch bei Gas nochmal nach. Wissen Sie vielleicht, wie groß Ihre Grundfläche ist von Ihrer Wohnung? Wie viel Quadratmeter Ja, so sind wir da da? habe ich neulich noch nachgeguckt. Ich habe nämlich ausgerechnet, dass das 0,763 Quadratmeter kleiner ist, als im Mietvertrag steht. Jetzt habe ich die Miete gekürzt. Das sind 37,4 Quadratmeter. Okay. So, 37,4 Quadratmeter. So, gebe ich nochmal so ein und schaue da auch schnell nochmal nach. Und zwar, da wäre hier bei mir bei Gas dann der optimalste, der Easy Volta, hat dann auch einen Arbeitspreis bei Gas von 21,98 Cent, auch brutto. Und ganz wichtig hier auch, haben Sie keine Vorauszahlung, keine Umstellungskosten und da dann auch 2 Jahre Vertragslaufzeit. Und so haben Sie auch bei Gas Ihre Ruhe für die nächsten 2 Jahre. Das wird dann nicht Und teurer. für die nächsten 2 Jahre nicht, weil da haben Sie dann eine Preisgarantie für das nächste Jahr, Vertragslaufzeit von 2 Jahren und im zweiten Jahr quasi melden wir uns nochmals bei Ihnen und Aha. wird der Ablauf immer wieder derselbe sein, suchen wir immer wieder die optimalsten, sichern die Preise
So bleiben sie immer wieder auf der sicheren Seite dabei. Ja, das ist Und das doch Beste, klasse. Das ist jetzt genau. beides von diesem Volta-Dings da, ne? Genau, das ist der gleiche Anbieter, weil das ist immer wieder ein Pluspunkt, wenn man beides von dem gleichen Anbieter bekommt, Herr Hinterrotter. Dann gibt es da Das sicher noch mal einen Bonus, wenn ich gleich zwei Verträge bei denen mache, oder? quasi, da kann gut möglich sein, dass Sie vielleicht eine Vergünstigung bekommen, aber halt, wenn Sie jetzt so eine Art Sofortbonus oder kleine Geschenke meinen, das hört sich vielleicht am Anfang verlockend an, aber da geben wir nicht sehr viel Wert drauf, weil niemand schenkt Ihnen was umsonst. Entweder bekommen Sie nach 3 oder 6 Monaten eine Preiserhöhung und dann zahlen die Anbieter das sowieso nochmal ein. Nee, Herr ich meine Hinterrotter. jetzt nicht dies. Es gibt ja diese, das sehe ich bei GMX immer. Da habe ich mein E-Mail-Konto seit ich 13 bin. Da wird immer wieder angezeigt, ja, jetzt Stromvertrag wechseln und dann kriegt man irgendwie noch einen Fernseher oder ein iPad oder sowas mit Eben, dazu. das ist es Aber ja, was das ist ich ja klar, meine. dass das Verarsche ist. Die schenken Eben, einem das eben. doch nicht. Dafür kostet der Eben. Grundpreis dann 10 € mehr und das Eben, Ding selber eben. auch nochmal. Und im Endeffekt spart man Genau. überhaupt nichts. Das ist quasi eine Finanzierung ohne dass man irgendwie Genau. hier, wie heißt das nochmal, was von der nicht von der GEZ hier, von der Stasi vorlegen muss, ne? Herr Leute, da haben Sie einen super Überblick. Das haben Sie ganz gut hier Natürlich. rausbekommen. Eben, das ist wirklich so. Das ist wirklich so. So, und zwar, Herr Leute, das Beste für Sie, da brauchen Sie persönlich auch nichts zu machen. Das ist dann alles auch Kundenservice bei uns. Das erledigen wir dann auch alles für Sie. Was Wir denn? stellen Sie auf den, ich meine, die ganzen Umstellungen und alles, den KP-Kram, da kümmern wir uns drum. Oh, ich Und Sie mag aber bekommen dann. Papierkram. Ich bin in der Familie immer der, der den ganzen Papierkram macht, weil die alle anderen zu blöd dafür sind. Oh, sagen Sie das bloß Natürlich, keinem. nein, das bekommen, nein, das bekommen Sie nochmal, die Papiere von uns in Form der Auftragsbestätigung nach Hause. Das ist gar keine Frage. Nur, sag ich mal, quasi so um die Umstellung und um die Kündigung, da kümmern wir uns drum. Sie brauchen sich persönlich da um nichts zu kümmern, ja? Ist ja Und langweilig. ja, wir machen die Arbeit für Sie ein bisschen leichter, Herr Hinterrotter, ja? Und Sie bekommen alles von uns schriftlich in Form der Auftragsbestätigung nach Hause, damit Sie alles nochmal überprüfen und vergleichen können. Und wenn dann soweit alles stimmt, wie von mir erklärt, dann heften Sie alles nur noch ab zu den Unterlagen. Alles Weitere machen dann die Anbieter unter sich. Ja? Gibt's das denn auch digital? Weil ich möchte ja ungern hier Papier und wegen Umweltverschmutzung und so. Okay, na, wenn Sie das möchten, trage ich das nochmal ein. Dann kann ich, das hier kann der Anbieter Sie auch alles nochmal per Mail schicken, Herr Das Hinterrotter. Das wäre ist kein besser, Problem. weil wir müssen da ja nicht Genau. unnötig hier. Nein. Das muss ja Nein, nein, alles nicht zuerst. sein, ne? Eben, nein, nein, deswegen normalerweise, das entweder, sag ich mal so, manche machen das auch, bekommen sie dann den Rest nochmal per Mail nochmal Weil zugeschickt es von gibt dem ja, ich Anbieter, weiß das ist nicht, gar ob Sie keine das Frage. wussten, aber es ist ja so, für alle 37 verschickten Briefe in Deutschland stirbt ja in Indien eine Bergziege und da will ich ja nicht verantwortlich für sein. Nein, um Gottes Willen, das möchten wir gar nicht. Zum Beispiel, mittlerweile gibt es ja diese E-Mail halt. Elektronischen Rechnungen, die man Genau. halt per Mail nochmal bekommt, das kann ich nochmal so eintragen, kein Problem. Das ist ganz So, toll. super. So, Herr Hinterrotter, dann mache ich Ihnen gerne alles nochmal kurz fertig für Sie und dafür bräuchte ich ganz kurz nochmal Ihre Mithilfe und zwar dann bräuchte ich einmal die Zählernummer von Strom und Gas und dann lasse ich Ihnen eins auch schriftlich nochmal zukommen. Puh, da muss ich mal überlegen, wo ich das habe. Die Zählernummer, diese finden Sie entweder auf einer Jahresendabrechnung, egal jetzt ob alt oder neu, oder direkt auf den Strom-Gaskasten, halt was leichter für Sie ist. Als ob ich das jetzt am Feiertag hier alles parat habe. Da muss ich jetzt erstmal kurz gucken. Okay, schauen Sie in Ruhe nach. Ich habe Zeit der Welt. Bin auf der Arbeit, nicht auf Das der ist Flucht. ganz klasse. Das kriegen wir sicher hin. Ich muss einmal kurz an Was? die Tür, da hat es geklingelt, bin gleich wieder da und dann Schauen gucke Sie, ich gleich nein. mal. Genau, schauen Sie in Ruhe nach. Hallo? Ja, Oh, tut mir leid, dass genau, das so ja. lange gedauert hat. Kein Problem, nein, nein, Ist war nicht alles so nicht so lange, Herr einfach hier. Hinterrotter. Die sind hier unten am Grillen und haben Feuer gemacht. Oh, Jetzt hat die schön. Garage gebrannt. Gar nicht schön. Echt? Ja. Oh, nein, das ist nicht schön. Nee, die haben mir nur gesagt, dass ich die Fenster zumachen soll. Ja, Scheiß haben Sie schon Vatertag. gemacht? Sind alle am Saufen da unten. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ich Das will ist dort eigentlich auch nur in ziemlich. Ruhe zocken und in einer Tour sind die da am Rumschreien. Ist gar nicht so toll. Das Ich habe stimmt. jetzt eben mal die Tür hier ein bisschen aufgelassen, damit dieser Gestank hier rauszieht. Ja, auf alle Oh, Fälle. ey, Das ist so ein wirklich nicht Scheiß. gut. So, wo Ja. waren wir stehen geblieben? Tut mir echt Bei der leid. Zählernummer. Nein, nein, Ach, kein verdammt, da wollte ich Problem. ja gucken. Warte, ich habe hier meinen Ordner stehen. Da kann ich gleich nachschauen. Ganz in Ruhe. Wo habe ich das denn alles?
Ich muss gerade noch mal schauen. Ganz in Ruhe. Ja, ich habe die Ruhe. Ich bin die Ruhe in Person. Das habe Okay, ich, ich dachte, ich meine. das hab ich sogar schriftlich. Ja, das stimmt. Ja, Leute, das ist so, man muss zum Beispiel Hektik oder halt, das bringt nicht weit im Leben. Nee. Immer Ruhe bewahren, freundlich bleiben, positiv bleiben, das ist immer das Beste. Das Einzige, was man machen kann, Sie haben bestimmt als auch oft unfreundliche Leute am Telefon, oder? Sehr oft sogar, Herr Hinterrotter, weil, aber das kann ich den Leuten auch nicht übel nehmen, weil es gibt mittlerweile so viele Anrufe von mal von Zeitschriften, Gewinnspielen, Ja, ja. Abos, Lotterien oder was weiß ich noch was. Das ist ganz normal, dass das mit unseren Anrufen dann verwechselt wird. Das kann ich mir gut vorstellen. Wo haben Sie meine Nummer eigentlich her? Das ist so, ich hatte hier die Mitteilung von Heinrich Hinterrotter, das sind Sie nämlich an, richtig? Okay, dass wir uns bei Ihnen melden sollen, sobald wir Energiekosten auch senken können. Das ist so, wo Sie sich anmelden, da werden Sie hier im System nochmal registriert, weil wir überprüfen ja hier mal die Preise. Und aufgrund dieser extremen Preiserhöhungen, die dieses Jahr vorkommen sind, haben wir die Preise nochmal von den Kunden überprüft. Und sobald wir eine Vergünstigung haben, melden wir uns bei den Kunden, damit wir ihnen rechtzeitig die Preise nochmal absichern Ach können. so, das war jetzt aber keine Antwort auf meine Frage, wo die Telefonnummer denn herkam. Okay, das ist so, vielleicht haben Sie schon mal online ja ein Verständnis gegeben, Herr Hinterrotter, Ja, aber wo vielleicht denn? Wann denn? Wem denn? im Wann oder wo genau, kann ich auch nicht wissen, das tut mir leid, ich bin ja Nee. nur eine Angestellte. Ja, aber Das ist Sie so haben ja, vielleicht. Sie haben ja, Sie sind ja eine seriöse Firma. Sie haben ja dann ein Opt-in von mir gekriegt. Da müssten Sie mir ja sagen können, wo das generiert worden Genau. ist. Kann ich nochmal so sagen, vielleicht haben Sie schon mal in einem Elektromarkt einen Einkauf gemacht, vielleicht bei Saturn oder Mediamarkt Oh, da und kaufe ich so immer ihr. ein. Da gibt's Eben, immer und wenn es diese die neuesten Einwilligung, Taschenspielzeuge gibt, gehe ich dahin. das auf alle Fälle, das auf alle Fälle, das mache ich immer, das mache ich auch. Aber Ja, quasi so, wirklich? nicht Taschenspiele, sondern halt so Sachen, die halt Damen brauchen ab und zu, Ja, Herr sage ich doch Hinterrotter. Taschenspielzeug. Eben, und zwar, man füllt ja da erstmal so ein Formular ein und kreuzt dann nochmal was an an der Kasse, Herr Hinterrotter. Sie wissen ja, wie das mittlerweile ist. Und dann registriert man sich halt für einen Stromvergleich und dann fallen Sie hier im System nochmal rein und in diesem Sinne habe ich Ihre Kontakte hier nochmal Ach, bekommen. so läuft das. Genau. Und wie geht's jetzt? Ach ja, guck mal, ich hab hier das Ding. So, soll ich vorlesen? Ja, gerne. Das ist 832 Für Strom oder für Gas? für Strom. Für Strom. Und ist das Zählernummer? Ja, klar, die sollte ich doch raussuchen. Okay, genau. Wäre? 832 Ja? 17 Eins, sieben. 64 Sechs, vier. 52 Fünf, zwei. 040. 040. Okay, ich wiederhole nochmal. Prüfen Sie kurz nochmal mit mir mit, ja? Ja, ich Das ist prüfe. die 832 17 64 52 040. Korrekt? Genau. Okay, wunderbar. Von wo rufen Sie Und eigentlich an, wenn ich fragen darf? von der Agentur für Nee, Energieberatung, von Herr wo? Hinterrotter. Ach, Ortschaft. von wo? Hamburg, Hamburg. Hamburg City, wo da? Da habe ich ein paar Jahre gewohnt. Genau, ja, echt? Ja. Wo denn? Reeperbahn, die Ecke. Aha, nein, ich kenne mich in Hamburg noch nicht so gut aus, weil ich lebe erst seit einem Jahr hier. Ach Vorher so. war ich, genau, ich bin geborener Siegerländer. Siegerländer. Wo ist das Genau, denn? aus Siegen, in Nordrhein-Westfalen. Ach so, ja, da kenne ich mich wiederum nicht so gut aus. In welchem Stadtteil sind Sie denn da? In Siegen, in Nee, der in West. Hamburg. In welchem Stadtteil? Okay. Nein, sag ich mal so, wie gesagt, ich kenne mich noch nicht in Hamburg so gut aus, aber wegen Datenschutzgründen darf Nee, ich Sie werden doch leider wohl hier wissen, eher. in welchem Stadtteil Ihre Firma ist. Wie nochmal? In welchem Nein, das Stadtteil darf Ihre ich. Firma ist, Nein, das das. hat doch nichts mit Datenschutz zu tun. Nein, natürlich, das darf ich hier in der Leitung leider nicht durchgeben. Sie dürfen mir Deswegen, nicht ich muss sagen, wo los. Ihre Firma ist? Genau. Warum nicht? Das ist irgendwie komisch. Nein, das ist zwar nicht komisch, das ist halt, sag ich mal, Vorschrift aus diesem Grund. Aber wenn ich jetzt Ihren Firmennamen bei Google eingib, dann finde ich doch die Adresse. Wo ist da der Sinn? Also nicht, Genau, dass ich das jetzt Mivolta. machen würde. Genau, wenn Sie da eingeben, Mivolta, nachforschen, kommt es ja auch direkt raus, Herr Aber war, Hinterrotter. Mivolta ist doch der Anbieter, das sind doch gar nicht Das ist Sie. der Anbieter. Ja, aber Genau. ich interessiere mich ja dafür, wo mein Geschäftspartner, das sind ja Sie, wo das ist.
Genau. Wie gesagt, wir rufen Sie auch aus Hamburg aus an. Ich werde Ihnen gleich nochmal meinen Namen und meine Rufnummer auch nochmal durchgeben. Aber wie gesagt, das ist Vorschrift. Ich darf die einzelnen Daten Also nicht Sie dürfen durchgeben. mir Das ist dann. Ihren persönlichen Namen dürfen Sie mir sagen, aber nicht, wo die Firma sitzt? Genau, Das weil ist ich doch, bin ja Ihr da würde ich mich ja persönlicher verarscht Ansprechpartner. vorkommen. Als Angestellter würde ich mir da verarscht vorkommen. Ich kann Ihnen das nochmal so durchgeben, wie gesagt, meine Rufnummer und meinen Namen, aber ich bin ja nur eine Angestellte. Aus Vorschriftsgründen darf ich hier leider das nicht durchgeben, ja, die einzelnen Sitzdaten. Die Sitzdaten, also von den Genau. Sitzungen, ja? Genau. Und wie war jetzt nochmal der Name von Ihrer Firma? Also nicht vom Strommann. Agentur für Energieberatung, Herr Hinterrotter. Okay, das habe ich schon mal gehört, irgendwo. Genau. Kennen Sie die Telefonziege? Die Telefonziege? Ja? Nein, kenne ich nicht. Okay, hätte ja sein können. Weil Ihre Stimme kommt mir so bekannt vor. Meine Stimme? Ja. Okay, vielleicht haben wir Sie in den vergangenen Jahren nochmal kontaktiert gehabt, kann auch gut sein. Und das glaube ich kaum. Weil Ich glaube, ich kann das nicht genau wissen. den Namen und die Mein Name? Anschrift gibt es ja erst seit einer Woche. Also Sie können mich ja vor 2 Jahren gar nicht angerufen haben. Ich habe ja nicht gesagt vor 2 Jahren, Herr Hinterrotter. Ja, In den aber vergangenen Jahren. Kann mich gut gab es möglich ja vor sein. einer Woche. Ich bin ja erst seit einer Woche existent. Vorher hat es mich ja gar nicht gegeben. Wie vor einer Woche hat es sie gar nicht gegeben. Naja, den Namen und die Adresse habe ich mir erst vor einer Woche ausgedacht. Heinrich Hinterrotter, Verdunstraße 88A in 28211 Bremen. Das haben Sie sich ausgedacht. Ja, vor einer Woche. Das heißt, Sie können mich gar nicht angerufen haben und ich habe auch nicht in irgendeinem Supermarkt irgendwas ausgefüllt. Sie gehören zu Ich habe diesen ja nicht Leuten, die gesagt, bei Supermarkt. irgendwelchen kriminellen Gewinnspielen die Benutzerdaten einkaufen und den Leuten dann Ich schlechte habe Stromverträge andrehen wollen. schlechte Stromverträge. Herr Hinterrotter, ich habe Ihnen hier den Anbieter, die Preise, die Verbräuche, alles hier durchgegeben. Falls Sie Interesse haben, kann ich Ihnen gerne nochmal alles fertig machen und schriftlich zukommen. Aber falls Sie kein Interesse haben, kann ich Ihnen auch nicht weiterhelfen. Das ist Ihre Entscheidung, ja? Ich entscheide Möchten Sie mich sich immer für sparen? die richtige Seite. Und die richtige Seite wäre? Auf jeden Fall der Frieden. Können wir uns Herr darauf Hinterrotter, einigen? haben Sie Interesse, bei Strom zu sparen? Soll ich Ihnen Nat, das nochmal fertig ich habe machen? Interesse, bei Strom zu sparen, aber wenn Sie mir nicht mal sagen können, in welcher Straße Ihre Firma sitzt, ich tippe ja auf Antalya oder Istanbul. Auf Antalya und Istanbul. Ja, weil da kommen ja die meisten kriminellen Callcenter her. Das ist ja leider so. Herr Hinterrotter, sag ich mal so, ich habe Ihnen nicht gesagt, dass ich Sie von einem Anbieter aus kontaktiere. Ich habe Ihnen nicht gesagt, dass ich Sie von SWB aus kontaktiere. Ich habe Ihnen gesagt, dass ich Ihnen die optimalsten Preise raussuche. Und das habe ich. Und ich habe meine Arbeit ganz gut gemacht. Ja, Falls Sie aber Interesse haben. würden Sie mit einer Firma Geschäfte machen, die sich weigert, Ihnen den Firmensitz mitzuteilen? Herr Das wirkt doch Hinterrotter, total unseriös. glauben Sie mir, ich habe hier keine Erfahrung. Ich arbeite schon in diesem Bereich schon lange Jahre, ja? Oh, mal können Sie Und morgens noch in den Spiegel gucken? falls, ich kann noch in den Spiegel gucken Ja, dann und ich ist er bin nicht bestimmt schon sonst kaputt. darum. Herr Hinterrotter, schönen angenehmen Tag wünsche ich Ihnen dann noch, ja? Den Bleiben Sie wünsche ich gesund, Ihnen tschüss. nicht. Hören Sie auf, Leute am Feiertag zu belästigen, ja? Dieses blöde Gesindel, dieses Dumme.